Servus und willkommen zu diesem neuen Newsflash/Haul-Video. Und ich nehme es vorweg, alle Bricklink-Seller, Bricklink-Händler oder die, die es werden wollen oder einfach nur die, die es interessiert, die sollten nachher genau hinhören, denn ich habe, glaube ich, richtig coole Neuigkeiten für euch, was ich gleich ankündigen werde. Das und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Kurze Info noch vorab, ich wollte eigentlich ein Speedbuild vom Ironman im Hintergrund laufen lassen, während ich euch was erzähle. Ich mache es jetzt mal anders, ich packe einfach eine Bestellung nebenher, sollte auch nicht allzu lange dauern, dann seht ihr auch mal das Prozedere. Viel Spaß beim Video. Los geht's! Wir haben gleich noch einen Haul, das wird mein erster sein. Ich bin etwas eskaliert in den letzten Tagen, vielleicht war es die Corona-Langeweile, ich weiß es nicht. Ich musste auf jeden Fall nach vielen Monaten, in denen ich relativ wenig Lego selber gebaut habe, dafür aber umso mehr gearbeitet habe, habe ich jetzt einfach mal zugeschlagen. Das war ein bisschen kostspieliger, als was ich sonst so innerhalb von 2-3 Tagen ausgebe. Aber gut, das seht ihr gleich. Dann gibt es noch einen Haul für den Bricklink Shop, beziehungsweise für meinen Store bei eBay Kleinanzeigen. Da packen wir auch gleich noch was aus. Fangen wir aber erstmal an mit Neuigkeiten zum Shop an sich bei Bricklink. Ich habe es endlich die Bestätigung erhalten von Bricklink, dass ich jetzt auch Käufe via IBAN bzw. Banküberweisung annehmen kann. Das freut hoffentlich einige von euch, die entweder noch kein PayPal-Konto hatten, haben oder auch keins haben wollen. Die können jetzt bei mir einfach einkaufen mit einer Banküberweisung. Ich habe, glaube ich, 3 Stunden nachdem ich es freigeschaltet hatte, hatte ich meine erste Bestellung, die kam. Das ist übrigens auch eine der ich glaube, das ist die zweiteuerste Bestellung, die ich bislang erhalten habe. 70 Euro ist sie schwer. Die kommt aus Belgien und derjenige hatte mich tatsächlich schon 2 Wochen vorher angeschrieben und gefragt, ob ich denn IBAN anbieten kann. Und ich musste ihn immer wieder vertrösten, weil ich einen Monat auf Bricklink gewartet habe, bis die soweit waren. Das ist jetzt also alles Geschichte. Ich kann IBAN quasi annehmen. Ihr könnt per IBAN bezahlen. Ist, glaube ich, eine gute Sache für uns alle. Dann gab es ja unter meinem Video zu den Versandeinstellungen, das verlinke ich euch jetzt hier nochmal, kontroverse Diskussionen, ob man Gebühren erheben sollte, ob man PayPal-Gebühren an den Käufer weiterleiten sollte und so weiter. Ich habe mir das ganze Thema nochmal durch den Kopf gehen lassen und an einer Sache ist auf jeden Fall was dran. Man sollte es dem Käufer so einfach wie möglich machen und ihn vielleicht nicht mit vielen verschiedenen Gebühren, Shipping-Gebühren, Handling-Fee und so weiter, PayPal-Fee verwirren. Deshalb habe ich das in meinem Shop jetzt umgestellt und zwar auf eine Versandkostenpauschale. Ihr zahlt also, egal für wie viel ihr bestellt, einfach nur noch einmal Porto, da ist dann Shipping und so weiter, Handling, Bearbeitungsgebühr und so weiter quasi schon mit eingerechnet und damit ist das Thema erledigt. So kann jeder von euch besser kalkulieren und auch mehr bestellen, als er es vielleicht sonst getan hätte, weil jetzt nichts mehr prozentual vom Einkaufswert berechnet wird. Und ich hoffe, dass das gefällt euch, das ist eine gute Sache und das funktioniert. Das schaue ich mir jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5 Monate an, ob das angenommen wird. Wenn ich merke, die Bestellungen gehen zurück, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, aber das warten wir jetzt erstmal ab. Stand heute, wir haben eine Versandkostenpauschale. Und das macht es hoffentlich beim Einkauf einfacher. Ich will euch in diesem Newsflash aber auch noch einen Ausblick geben, was euch in den nächsten Wochen so erwartet, hier auf meinem Kanal. Und deshalb ganz wichtig, abonnieren, vor allem die Glocke drücken, dass ihr auch benachrichtigt werdet. Denn gerade für Bricklink-Verkäufer oder die, die es werden wollen, ist mindestens ein Video dabei, das, glaube ich, sehr, sehr, sehr interessant sein sollte. Und zwar geht es um die Preissetzung bei Bricklink. Wer sich damit schon mal beschäftigt hat, weiß, dass beim Ausparten eines Sets zwar für alle Teile der Durchschnittspreis quasi angegeben werden kann und dass man nicht so viel einstellen muss. Wer aber im Nachhinein seine Preise massenhaft anpassen will, der steht bei Bricklink erstmal blöd da, weil er nämlich, wenn er Bricklink benutzt, wirklich jeden Preis einzeln anfassen muss. Und in einem kommenden Video zeige ich euch, wie ihr das trotzdem auf einen Schlag innerhalb weniger Minuten für euren kompletten Store hinbekommt. Egal, ob da 300 Teile im Store liegen oder 300.000.
Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen und die, die damit noch nicht in Berührung gekommen sind, für die sollte es auf jeden Fall interessant sein. Und für alle anderen, die es vielleicht schon auf irgendeinem Weg machen, vielleicht ist das ein neuer Weg, den ich Ihnen da zeigen kann, sollten sich auf jeden Fall das Video einmal anschauen, denn ich glaube, die Aktualisierung der Preise ist enorm wichtig. Sonst hat man veraltete Preise im Shop, dann sind vielleicht Teile, die plötzlich mehr wert sind, zu günstig und werden viel zu günstig weggekauft oder umgekehrt. Es gibt einen Teil, bei dem der Preis irgendwie abstürzt. Wenn man da auf seinem alten, teuren Preis sitzen bleibt oder dem stehen lässt, verkauft man das halt einfach überhaupt nicht mehr. Deshalb ist es wichtig, bei Bricklink Preise zu aktualisieren und in dem nächsten Video zeige ich euch dann, wie ihr das flächendeckend machen könnt. Kommen wir zu weiteren Ausblicken, bevor wir uns an den Haul machen. Ich habe natürlich neue Part-Out-Videos. Das hat natürlich auch mit dem Haul zusammen, den wir uns gleich anschauen werden. Es wird aber noch ein weiterer kommen. Die Bestellung ist bereits unterwegs. Dann werdet ihr auch sehen, was für Sets wir natürlich ausparten. Logisch, über die Bricklink-Preise haben wir gerade schon gesprochen. Ich möchte auch noch für Minifiguren-Sammler, das ist quasi jetzt mal abseits wieder von Bricklink, das wird eher so ein Tutorial. Ihr kennt wahrscheinlich die ganzen IKEA-Ribber-Rahmen, die in den letzten Jahren im Umlauf waren, die viele Sammler quasi als Rahmen für Minifiguren verwendet haben. Da hat sich jetzt was geändert bei IKEA. Die haben einen neuen Rahmen und ich möchte die einfach mal miteinander vergleichen und möchte euch zeigen, dass der neue Rahmen einen kleinen Nachteil hat, aber drei, vier richtige Vorteile gegenüber dem alten. Warum das so ist, werdet ihr dann in dem Video sehen. Und dazu möchte ich aufrufen, euch aufrufen, kommentiert mal kräftig unter dem Video, was für Themen sind von euch von Interesse, gerade beim Thema Bricklink oder sei es Lego Investment oder von mir aus auch meine Stadt, die ich euch ja im 100 Abonnenten Special gezeigt habe. Das Video kann ich hier auch nochmal verlinken. Schreibt mir einfach, was ihr haben wollt und dann schaue ich mir die Themen an, beschäftige mich damit und versuche euch dann zu helfen. Oder wir sammeln hier mal ganz viele Fragen und machen nochmal ein FAQ-Video. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, oder wir machen einfach alles. Dann hätte ich zumindest schon mal die nächsten Themen gesetzt und ihr freut euch auf Dinge, die ihr euch gewünscht habt. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation, mit der wir dann arbeiten können. Kommen wir zum schönen Teil, dem Auspacken ist fast wie an Weihnachten. Das hier ist nur ein Teil, wenn auch ein großer Teil, aber es ist nur ein Teil von dem, was ich euch jetzt zeigen werde. Das Bild ist natürlich noch ein bisschen schief. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, packen wir mal aus. Wir stellen mal die Kleinen ein bisschen zur Seite. Und ich habe ja gerade schon gesagt, zwei, drei Sachen waren für mich privat und der Rest geht in Bricklink oder in eBay Kleinanzeigen. Machen wir mal das Große hier auf. Das habe ich gebraucht, selbst bei Kleinanzeigen gekauft. Sieht man es schon? Es ist ein Droide aus der Star Wars-Serie, der BB-8. Den wollte ich schon immer mal haben, hab aber da wirklich zu spät geschaltet, hab den verpasst. Ja, und da muss man den halt jetzt im Nachhinein kaufen. Der Preis war noch in Ordnung, wie gesagt, war gebraucht. Der wandert dann in meine Sammlung, vielleicht filme ich da das Aufbauen ein bisschen mit. Ich habe mich aber dazu entschlossen. Ich habe ja in letzter Zeit zwei Speedbuilding-Videos quasi hochgeladen. Die, ja, waren nicht so nachgefragt, sagen wir es mal so. Ich glaube, das mit dem Speedbuilding werde ich erstmal sein lassen, es sei denn, es handelt sich wirklich um brandneue Sets. Das macht dann vielleicht wieder mehr Sinn. So, legen wir das mal beiseite. Dann muss ich gestehen, habe ich schon ein bisschen ausgepackt und auch aufgebaut. Da war ich, wusste ich noch gar nicht, dass ich ein Haul-Video machen werde. Den einen Teil seht ihr hier oben auch schon in dem vorherigen Video. Die habe ich letzte Woche gebaut, den Iron Man und den Stormtrooper. Aber das hier kam am Montag an, das musste ich sofort aufbauen. Ein Brecher von einem Set. Wer mir bei Instagram folgt, wird ein Foto davon gesehen haben. Fast 5 Kilo wiegt dieses Bettmobil. Wer das Set noch nicht hat und sich auch nur im Ansatz dafür interessiert,
kauft es euch. Besorgt es euch, bevor das vom Markt ist, ob gebraucht oder neu. Ich habe das auch gebraucht gekauft. Zum Glück vollständig. Genau, jetzt habe ich kurz meinen Nachwuchs aus dem Zimmer geholt und mich ein wenig abgelenkt. Ich fahre mal ein bisschen näher ran. Also, wie gerade schon gesagt, ein super Set. Das macht einfach Bock. Da sind vernünftige Farben verbaut. Da sind ein paar Funktionen dabei. Wer das Set kennt oder schon gesehen hat, man kann hier oben die Luke öffnen zum Einstieg. Man kann hier hinten, vielleicht sieht man es noch, am Auspuff drehen. Dann fahren hier vorne zwei Geschütze noch nach oben. Ganz okay, aber es ist eh ein Set, das man sich irgendwo hinstellt. Ich muss mal noch einen vernünftigen Platz dafür finden. Bin hier noch nicht so glücklich, aber wie gesagt, das Ding ist groß, das ist schwer und hat richtig Bock gemacht beim Aufbauen. So, das waren jetzt sogar vier... Hoppala. Das waren jetzt vier Sets, die ich allein in der letzten Woche hier reinbekommen habe. Das Batmobil, zwei Helme und eben den BB-8. Und jetzt schauen wir uns mal an, was demnächst in den Brickling Store wandern wird oder zu Kleinanzeigen. Ich reiße hier mal auf und ich kann jetzt schon sagen, es ist immer dasselbe Set, auch wenn das hier mehrere Kartons sind. Und ich habe auch schon drei davon ausgepackt. Und wir sehen mal wieder eine Amazon-Bestellung. Leute, echt, das ist so nervig. Live und in Farbe dabei, so sehen dann Kartons aus. Es geht um den Speed Champion, um den Ferrari F40 Competizione. Die 75890, der war von Amazon UK super reduziert, wahrscheinlich auch genau aus dem Grund. Ich muss jetzt mal weiter auspacken. Ich habe auch schon ein Set, das vollkommen in Ordnung ist. Und je nachdem, wie viele kaputt sind, also von der Verpackung kaputt, die wandern alle in den Brickling Store. Da brauche ich ja nur die Teile. Die heile sind, die werde ich komplett aufbewahren und dann irgendwann bei mir, wenn das Set AOL ist natürlich, in meinen Shop bei Kleinanzeigen stellen. So der Plan. Ich packe jetzt mal den Rest aus und dann schauen wir mal an, mit was mich Amazon hier überrascht hat. So, weiter geht's. Es hat sich noch in Grenzen gehalten. Es sind hier 9 Sets, 2 davon habe ich eh schon gehabt. Also insgesamt habe ich jetzt 11 und bei 7 ist die Verpackung in Ordnung. Bei den 4 hat es tatsächlich gelitten und genauso werde ich das jetzt machen. Ich lege hier die 5 zusätzlich zu meinen eh schon 2 vorhandenen Sets komplett in den Keller zurück. Die werde ich ausparten. Das wird ein kurzes Part-Out-Video demnächst geben. Wer da mal reinschauen will, was für Teile interessant sein könnten, macht das gerne in Zukunft. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren, Glocke drücken und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Servus.